Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Banished in meiner kleinen Stadt Rubblegum, wo wir so den einen oder anderen Ausbau machen müssen, beziehungsweise in so einem, vielleicht so die ein oder andere Veränderung. Zum einen werden wir erstmal das Feuerholzlimit auf 2500 erhöhen, weil wenn wir nämlich in die Produktion reingucken, sehen wir produzieren bzw. verbrauchen im Jahr in etwa 2200 Feuerholz und deshalb können wir auch so viel mal raushauen. Dann werde ich nicht mit der Herbalist arbeiten. Die Herbalist sind erstmal okay, so wie sie sind. Aber wir müssen definitiv irgendwo mal ein bisschen einsparen an Arbeitskräften. Ich nehme da mal einfach die Minenarbeiter raus. Hier die Bauprojekte voranzutreiben, obwohl ich gerade noch am Überlegen bin, was habe ich denn überhaupt noch zu bauen? Ach, genauso können wir mal hier Stein erhöhen. Hier oben wollte ich ja noch einen Forester hinbauen, glaube ich. Obwohl, nee, ich brauche keinen weiteren Forester. Ich habe ja mehr als genug. Die produzieren auch mehr als genug für die Stadt. Und meine drei Holzhacker, die machen ja auch schon Überstunden. Kein Problem. So, was wir natürlich machen könnten, wäre mal Steinhäuser bauen. Damit wir ein bisschen Ressourcen sparen. Ihr wisst schon, grüner Planet und alles. Proof rettet die Welt. So, wir haben 179 Clothes. Das wären dann hier diese Wollkleidung, ne? Können wir mal hier erhöhen. Und wir haben 120 Werkzeuge. Müssen dann alle Stahlwerkzeuge sein, ne? Die hier. Dann können wir locker mal 100 davon abziehen und hier in den Handel reinschieben. Oh Mann, jetzt sterbt mir doch nicht schon wieder so viel weg. Minenarbeiter im Alter gestorben. Das ist doch mal ein Schwachmat. Warum stirbt er nicht beim, weiß ich nicht, Zusammensturz der Mine? So, sparen wir mal ein paar Steinkutter ein. Kühe und weitere. Da haben wir gerade 14. Und Schafe brauchen wir auch keine. Da können wir ja an dich Schafe verkaufen. Deshalb verzieh dich mal bitte. Wir haben alles, was wir brauchen. Ja, jetzt zieht mal die Steinhäuser hoch, bitte. Das übrigens nur, naja, es sieht aus wie ein Holzhaus, nur mit Steinen als Mauer. Die Türen sehen so hoch aus, ne? Lustigerweise hat der Entwickler als Grafiker gearbeitet in einem Entwicklerstudio. Und ich finde, das sieht bei dem Spiel nicht an allen Stellen an, dass das ein Grafiker gemacht hat. Leider. So, ja, komm. Machen wir mir den Stonecutter voll. Beiden wir mal 4 Arbeiter. Es schneit und schneit und schneit. Das Feuerholz wird verbraucht, aber Hauptsache mein, wie heißt das? Meine Kohle wird nicht angerührt, obwohl, wie ich das schon wieder sehe, hier von dem, vom Kohle-Limit, sind bestimmt meine Kohle auch schon wieder am Verheizen. Die Schlawiner. Die sind echt als reine Böse. Wo auch immer die Bohnen herkommen, die hier einsammeln. Aber ich finde die Anzahl von Herb, die einsammeln hier, von der Medizin, das ist echt zu wenig. Na, wo ist es? Woodcutter, da. Reduzieren wir den mal wieder auf 2. Aha, jemand wird erwachsen. Man sieht den Unterschied zwischen den Häusern kaum. Außer, dass das eine Haus halt weniger heizen muss, ne? Ich muss dazu sagen, ich habe vorhin schon mal aufgenommen.
Aber da ging die Aufnahme kaputt irgendwie. Ein Traum, wenn sowas passiert. Freudig ist man die Aufnahme am Machen und dann... Oh, die ist ja kaputt. Ja, da muss ich nochmal von vorne machen. Ein Traum. Dann bauen wir die anderen Steinhäuser noch auf. Ob Leute dadurch auch älter werden? Immerhin sind sie im Steinhaus und nicht im madenzerfressenen Termitenhaus aus Holz. Naja, versuchen wir auch mal ein bisschen was essenstechnisch noch rauszuhauen. Indem wir den einen oder anderen Fischer jetzt auch wieder nutzen. Ich lasse mich ja da belehren jetzt, dadurch, dass wir inzwischen 82% meiner Bevölkerung ist ausgebildet. Also denken nicht, dass die Erde flach ist, dass man Stroh permanent essen kann, ohne an Nahrungsmittelproblemen zu leiden. Bam, 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 bam. Jetzt fällt mir wieder ein, was mir fehlt an dem Spiel. Die Möglichkeit, rüber zu scrollen. Scrollen. Oh, wir haben einen Händler. Was haben wir denn alles? Wir haben... Ach nee, gucke ich lieber im Rathaus nach, was wir haben. Corn, Chicken, Kettle. Na? Bleib mal da. Walnüsse haben wir noch nicht. Korn haben wir. Potato haben wir auch noch nicht. Und Wheat haben wir. Nehmen wir mal die Walnüsse, oder? Lustigerweise nimmt der sogar meine Nahrungsmittelerzeugnisse an, was ich super finde. Dann komme ich nämlich schnell auf den Wert. Und kann auch noch die Potatoes mitnehmen. Kartoffeln, Kartoffeln. So, machen wir davon alles. Das sind ja unsere letzten Eisentools. Mmh, 70. Und schon haben wir es. Bam. So, Potato kann raus, Korn haben wir, Walnüsse, Wheat Seed, dann haben wir Pepper können wir noch gebrauchen, haben wir nämlich nicht, Pumpkins haben wir noch nicht, Potatoes, Beans haben wir, Pear haben wir, Pecannüsse, Plum fehlt uns, Peach haben wir nicht, Chestnut, Cherry, Apple Seeds. Läuft. So, ab mit dir und bring uns nächstes Mal was Besseres mit. Danke. Weiter geht's. Ach ja. Gucken wir mal, was die Fischer bringen. Letztes Mal war ich ja ein bisschen enttäuscht. Das lag aber auch daran, dass die nicht ausgebildet waren. Bam, da sieht man so richtig meine... meine Arbeit daran, die Bevölkerung einfach glücklich zu machen, beziehungsweise intelligent. Obwohl Glücksgefühle sind ein bisschen gesunken mit der Zeit. Warum auch immer. Population. Ja, sind wir recht stabil, ne? Erwachsene sind ein bisschen gesunken. So, lassen wir hier noch ein bisschen mehr Stein abbauen. Habe ich gerade so ein bisschen Steinmangel. Und auch ein bisschen Eisenmangel. Nicht im Blut nachweisbar.
Und irgendwie macht mir die Angst, also die Nahrung, so ein bisschen Angst. Weil er meint irgendwie, ich produziere weniger, als ich verbrauche. Ich kann es mir aber kaum vorstellen. So, was kann man denn hier machen? Wir können eigentlich nochmal einen Marktplatz hier aufbauen, direkt neben der Kirche. Obwohl, da müssen wir irgendwann diesen Herb hier auch abbauen. Ach, das kommt eh dazu. Machen wir jetzt auch. Wir geben das Stück weiter oben auf. Bum, 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 bum. Dramatische Musik. Ja, ich glaube, ich habe bis zum Rand in etwa exakt gearbeitet. So, meine untätigen Farmarbeiter kommen auch mal dazu, ein bisschen was hier durchzusetzen. Komm, wir lassen 15. Bam 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 ba da bam 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 ba da bam bam bam. Wo sind sie? Da. Boah, allein wie viel Feuerholz wir da noch rumliegen haben. ...1800 haben wir letztes Jahr benutzt. Also haben wir doch wirklich durch die Steinhäuser schon ein bisschen was eingespart. Ich habe nichts anderes erwartet. Theoretisch. Ich glaube, eigentlich wollte ich den Marktplatz bauen, ne? Hihi. Na, habe ich jetzt ein bisschen verkackt. So, machen wir hier auch die Doppelstraße. Da bauen die Schlawiner schon schön. Da ba ba da ba ba bam ba ba da bam 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 bam. Mann, Mann, Mann. Baut! Ich habe zu wenig Arbeiter zum Bauen. Woran spare ich? Kohle. Und vermehrt euch! Mehret euch! Ihr habt es euch verdient, Liebe zu machen. In euren neuen Häusern, die nicht aus Stein sind von Anfang an. Das wäre mir auch irgendwie ein bisschen zu teuer im Moment. Genau, mach mal Tool Limit auf
500. Die Reserven von Essen sind niedrig. Ja, ein Traum. Komisch, dass sie plötzlich so stark sinken. Wo es im letzten Jahr doch kein Problem war. ...500 erst gefischt. Okay, ihr seid auch letzten Sommer erst aufgestellt worden, ne? Mhm. So, alle Häuser belegt. Wie sieht das eigentlich hier im Overview aus? Familien 85, 89 Homes. Also haben wir das Optimum. Für die Kinderzeugung. So, der Schmied muss auf jeden Fall ersetzt werden. Der Holzhacker jetzt nicht. Oh mein Gott, ja, sterbt mir doch bitte alle mal weg. So, Holzhacker mal eben reduziert. Wieder irgendjemand gestorben im Alter. So Schlawinchen, ey. So, hier kommt die Brunnenparade. Und ein Trader ist gekommen. Ach, er hat leider wieder nur Hühnchen und Rinder. Damit kann ich jetzt gerade nichts anfangen. Haben wir hier an jedem nur zwei Vendors, oder? Jetzt haben wir an jedem vier. Warum seid ihr jetzt noch so am Arbeiten? Ach so, an den Brunnen. Die brauchen ja lustigerweise so viel Aufmerksamkeit. So. Bald haben wir 100% gebildete Leute. Haben über 200 Einwohner. Hm. Irgendjemand hat meinen Kommentar geschrieben, vielleicht schaffst du mal über 200. Theoretisch habe ich über 200. Praktisch habe ich keine 200 Arbeiter, Erwachsene. Da ist das einzige Problem im Moment. Aber wir haben auf jeden Fall einen Herbalist eingespart vorhin. Und wir haben durch frische Häuser auf jeden Fall ein paar neue Kinder. Und eigentlich müssten wir hier ein kleines Lager bauen, um hier die Kohle hinzubringen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das bis jetzt noch gar nicht gemacht hatte. So, dann baut mal eben noch den letzten Brunnen auf. Ich muss ihn nämlich andersweitig einsetzen. Zum Beispiel als Taylor. Ja, auf Stein kann ich gerade erstmal verzichten. Bam, 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 bam. Ja, macht der Fischer 1000 im Jahr. So, nochmal zwei Fischer mehr. So, damit haben wir, na, bis auf die Herden. Okay, Nomaden sind gekommen. 21.
unsere Essensproduktion ist zurzeit nicht die beste. Und die müssen wir auch irgendwo unterbringen. Obwohl, wir haben 27.000 produziert und 22.000 haben wir eingenommen. Wie ist jetzt 94% allocated? Okay, dann nehmen wir sie rein. Jetzt haben wir noch 87%. Müssen wir jetzt mal gucken mit den Familien. So, 90 Familien, 89 Häuser. Okay, ich verstehe. Bitte nochmal einreißen. Danke sehr. Na? Komm. 1, 2, 3, setzen. Tja, sehen wir uns aber beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder das Let's Play Banished. Bis dann, euer Doc. Wir hören uns. Ciao.